könnte ich vielleicht am Ende gebrauchen. So, Affe, geh mal weg da. Komm, danke. Tschüss. Hallo, liebe Gaming-Freunde, und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen was mit Sonic und Tails, und zwar Sonic the Hedgehog 2 für Sega Mega Drive. 1992 erschienen. Und, ich werde erstmal hier schön in die Options reingehen, denn ich werde jetzt nicht mit Sonic und Tails spielen. Ich werde es auch nicht mit Sonic spielen. Nein, ich spiele es mit Tails. Und jetzt werden sich einige denken, oh nein. Tails hier bringt doch nichts, weil er kann sich hier nicht verwandeln. Nix, nada, niente. Ist mir auch egal. Ich habe Bock, es mit Tails zu machen. Das werden wir auch tun. Von daher fangen wir an in der Emerald Hill Zone Act 1. Ja, Tails, der zweischwänzige Fuchs, der sich halt nicht verwandeln kann und er kann in diesem Teil auch noch nicht fliegen. Skandalös. Soviel ich weiß, gibt's aber, ja, Hacks so gesehen, wo Tails es kann. Ja, Tails, richtiger Name ist natürlich Miles Prower, den er ja über alles liebt, nicht. Ja, er mag den Namen nicht wirklich und ich werde auch hier, na super, wie ihr seht, nicht so durchrushen, ganz einfach, weil ich hier, ja, 100% haben möchte. Heißt, wir sammeln dennoch alle Chaos Emeralds und, für alle, die es jetzt nicht toll finden, dass ich das jetzt mit Tails spiele, für die habe ich auch noch was. Und zwar verliere ich erstmal alle Ringe. Das war eigentlich nicht das, was ich möchte oder wollte. Nein, ihr könnt ja mal in die Comments hauen, ob ihr das Spiel vielleicht nochmal als Longplay diesmal sehen wollt. In dem Fall wäre es dann halt mit Sonic, allerdings halt auch nur Sonic allein, weil Tails mich in den Special Stages tierisch abfuckt. Ja, der ist nicht gerade so optimal. So, ich will hier ein paar Ringe haben, damit wir zumindest in eine Spezialzone kommen. Und, es ist auch nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel Let's Play. Damals auf Evo Games habe ich es schon mal Let's Played, da allerdings mit Knuckles. Ja, genau. Hier irgendwo werde ich hier was einblenden mit einem Link. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr beim ersten Part von Sonic 2 mit Knuckles, halt auf dem Evo Games Kanal noch. Und ja, passt schon. So, jetzt habe ich eigentlich gesehen, wie viele Ringe wir sammeln müssen. Ich glaube 30, aber das hier ist so, ja, 30. Na gut, die Spezialzone ist hier noch recht einfach. Cool. 70 Ringe. Und ich finde diese, ja, Pseudo-3D Special Stage ist gar nicht mal so schlecht. Und ich finde auch, ja, ist mal was Neues. Ich fand's zu damaligen Verhältnissen gut, heute immer noch. Und, ja. Und man muss auch noch dazu sagen, dass dieser Teil einen richtig schwierigen Endboss hat. Natürlich den ganz am Ende. Warum? Das werden wir noch früh genug sehen. So, 130 Ringe, das schaffen wir locker. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich gegen eine Bombe klatsche. Ich hatte überlegt auch, ob ich nicht einfach mal so einen No-Death-Run machen soll. So ein 100% No-Death-Run, das wäre doch mal eine Herausforderung. Aber, wohl eher nicht. Aber ich kann jetzt mal erklären, was ein No-Death-Run wäre. Das wäre einfach mal, man spielt ein Spiel und spielt es so lange, hoffentlich auch durch, ohne zu sterben. Wenn man stirbt, ist das Spiel komplett vorbei. Ja. Ein Tod gleich Game Over. Bei einem No-Death-Run. Könnte ich ja mal zum Spaß trotzdem mal versuchen. Allerdings nicht bei diesem Spiel. Ah. Ja, und wie ihr seht, haben wir alle Ringe verloren. Das ist halt immer so, sobald man eine Spezialzone betreten hat, verliert man alle Ringe automatisch. Aber es gibt eine Ausnahme, und zwar wenn man es halt mit Knuckles spielt, dann verliert man sie nicht. Also man behält die Ringe. Und man kann, glaube ich, dennoch die ganzen Ringe, die man davor gesammelt hat, nochmal neu sammeln. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. So, aber eine Spezialzone werden wir hier noch machen. Eher werde ich diesen Akt hier nicht beenden. Denn es gibt noch eine Spezialzone. Man kann, wenn man gut ist, gut, ich habe es sowieso schon verkackt, aber wenn man gut ist, das habe ich bei Knuckles hingekriegt, aber mit Tails natürlich nicht, ist, wenn, ist nämlich, ja, und zwar, wenn man, mein Gott, warum wenn man, Quatsch, man kann in der kompletten Emerald Hill Zone, also sowohl Akt 1, nein, Quatsch, nochmal, man kann die ganzen Chaos Emeralds in der kompletten Emerald Hill Zone sammeln, also in Akt 1 und Akt 2 insgesamt.
Ist mir, glaube ich, jetzt nicht mehr möglich, da ich schon eine Spezialzone verkackt habe, beziehungsweise ich schon den Sternpfosten aktiviert habe. So, 50 Ringe. Und ja, die Spezialzonen werden immer andersfarbig, immer ein bisschen bunter, jetzt halt, ja, lila-orange. Und ich hoffe, dass ich wenigstens die Spezialzonen alle auf Anhieb hinkriege. Aber ich sag mal so, wenn man mit einem Charakter spielt, ist das recht simpel, weil der Sidekick, sag ich mal, einen nicht so behindert. In dem Fall wäre es halt Tails gewesen, wenn ich mich dafür entschieden hätte, mit Sonic und Tails. Ja, Ringe verpasst. Ja, ich bin halt so ein Sonic-Fan. Das wissen ja die meisten, denke ich mal. Naja, mit Sonic aufgewachsen. Aber natürlich auch noch gelegentlich Mario gespielt, so ist es ja nicht. Aber dennoch mehr Sonic. So. Gut, 140 Ringe, das kriegen wir locker hin. Das sind hier nur noch 14. Ja, und so schnell hat man's. Gut, dann werde ich mal sagen, Chaos Emerald einstecken, Akt 1 beenden und zum nächsten Akt kommen. Wobei ich mir auch theoretisch Zeit lassen könnte hier mit den Chaos Emeralds. Ich meine, man bekommt mit Tails eh nichts. Gut, Chaos Emerald Nummer 2, ein lilaner. Ach, ich liebe das. Gut. Ach ja, genau, und ab 50 Punkten, 50 Punkten, genau, 50.000 Punkten gibt's halt ein extra Leben. Und, ja. Könnte ich vielleicht am Ende gebrauchen. So, Affe, geh mal weg da. Komm, danke. Tschüss. Gut. Und man bekommt, ihr habt ja gesehen, in Spezialzonen habe ich kein Continue bekommen, was in Sonic 1 ja der Fall gewesen wäre, wenn man 50 Ringe dort gesammelt hätte. Das ist hier anders. Hier bekommt man ein Continue, indem man hier am Ende einer Zone mindestens 10.000 Punkte holt. Also im Gesamtscore. Was ich natürlich jetzt nicht geschafft habe. Nur 7.300, aber wir haben noch genug Zonen, in denen wir Continues bekommen können. So, Emerald Hill Zone Act 2. Ja. Ach ja. So, natürlich genug Ringe sammeln. Und Spezial. Ne, komm, ich lasse sie am Leben. Und ja. Chaos Emerald sammeln, genau. Gut, 25 haben wir. Aber naja, sollte ich jetzt hier nicht schaffen, die ganze Chaos Emerald zu sammeln, ist es ja auch nicht schlimm. Ich meine, Spezialzonen und Sternpfosten gibt es hier wie Sand am Meer. Und ich möchte da gerne rein, weil. Ach. Da sind 10 Ringe. Oder war es eine Blase? Oder beides? Na, dann eben nicht. 50 Ringe, das ist gut. Weil hier ist nämlich eine Spezialzone. Rein da. Okay, 50 Ringe, ja, und natürlich werden die Spezialzonen noch immer schwieriger. Entweder muss man mal mehr Ringe sammeln oder es kommen mehr Hindernisse wie diese Bomben. Ich hätte auch einfach rüberspringen können. Aber auch das ist noch im Rahmen des Erträglichen. Das kann man gut schaffen. Immerhin gibt es ja hier genug Ringe. So. 50 Ringe sind im Sack. Aber mehr Ringe können ja nicht schaden. Jetzt kommt das hier. So, ich glaube, jetzt kommen 100 oder so. Oder 9. Ne, 110 sogar. Na gut. 10 Ringe mehr. Damit kann ich leben. Kriegen wir hin. Ja. So, noch 17 Ringe. Ja, komm. Alles ganz easy. Die nächsten Ringe, die kommen, sind unser. Ich werde einfach mal hier kurz stehen, weil hier gibt es jede Menge Ringe. Nur man muss aufpassen, gleich kommen nämlich, genau, ein Bombentor. So, 133 Ringe haben wir und 160 brauchen wir jetzt. Soll uns aber nicht stören, das kriegen wir hin. Ach ja. Jetzt kommen ja diese Bombentore ja permanent, aber ihr seht schon, nicht sonderlich schwer. Wir haben sogar mehr als genug. Ich könnte mich sogar einmal noch von so einer Bombe treffen lassen, weil die ziehen, glaube ich, nur 10 Ringe ab. Aber egal. So, den roten Chaos Emerald haben wir. Damit haben wir 3 Chaos Emeralds. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und jetzt werde ich denken, aber jetzt hast du ja doch hier insgesamt 10.000 Punkte Bonus in der Special Stage. Aber wie gesagt, in der Special Stage bekommt man kein Continue. Nur am Ende einer Zone. Und da muss man halt 10.000 Punkte sammeln. Und das war ein komischer Grafikfehler.
Soll mich jetzt auch nicht stören. Wir machen einfach weiter. Moment, da drin war doch was. Das weiß ich. Ich weiß das, oder? Das war doch hier, oder? Hä? Normalerweise wäre da unten was gewesen, aber... Na gut. Ich hätte nochmal zurückrennen können, theoretisch, um mir genug Ringe zu sammeln. Aber wie gesagt, wir haben noch genug Chancen, die Special Stages zu machen, um auch die Chaos Emeralds zu bekommen. Aber einen hätte ich noch. Also einen würde ich gerne noch sammeln. Am Ende dieses Levels. Ist ja auch noch Sternpfosten. Beziehungsweise irgendwo war noch einer, aber mit Sonic und Tails komme ich da nie so richtig gut ran. Das war irgendwo... Mit dem Bumper war das, glaube ich. Dann konnte man... Na. Dann hätte man eigentlich auf einer Plattform landen können, wo auch noch ein Sternpfosten gewesen wäre. Aber... Den erreiche ich irgendwie nie so richtig. Aber naja, was soll's. So, dann sammeln wir hier noch ein paar Ringe. Auch wenn es total lame ist. Aber wir haben ja genug. Gut. Nächstes Special Stage. Dann hätten wir ja 4 Emeralds. Das ist dann mehr als die Hälfte. Aber die Hälfte von 7 wäre ja 3,5. Also hätte ich nur einen halben Emerald sammeln müssen. So, 40 Ringe. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass das jetzt einfacher wird, weil wir jetzt weniger Ringe so gesehen sammeln müssen. Na, wobei ja eigentlich ist es schon leicht. Wenn man sich in den Stages hier auskennt. Man kann sich natürlich auch anstellen wie so ein Volltrottel. Ja, diesmal gibt es immer noch diese Ring-Bombentore. Allerdings nicht ganz ausgefüllt. Oh, ja, ja, 40 waren es. Ich habe gerade einen Schock, ich dachte, ich brauche 50. 110 brauchen wir jetzt als nächstes. Und, ja. Wenn das Spiel das so will. Ach ja, jetzt kommen in der Mitte dauerhaft diese Bomben. Und wir müssen eigentlich nur die Seiten wechseln. Na. Nein! Oh, das war dumm. Das war dumm. Kriegen wir es noch hin? Ach, natürlich. Warum mache ich mir nur überhaupt Sorgen? 150 als letztes, gut. Das ist lange nicht mehr passiert, dass ich in so eine Bombe renne. Zumindest nicht in dieser Special Stage. Ja. Hier war gut. Da ist schlecht. Da ist gut. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Genau 150. Also, so knapp hatte ich das auch noch nicht. Aber nun gut. Wir bekommen dafür ein extra Leben. Ich meine, was ist mehr wert, ein Leben oder ein Continue? Also mal ganz ehrlich, ich sammle lieber mehr Leben, weil Continues, ich brauche sie relativ selten bis gar nicht. Ich könnte ja mal hier mit Bull ringen zu Robotnik. Ja, hier heißt er für mich noch Robotnik. Obwohl ich jetzt sicher wieder ein paar Mal Eggman sagen werde. Wer ja inzwischen heißt, schon lange. Na gut, man hätte den auch locker ohne Ringe schaffen können, weil ich meine, er kann nichts. Er fährt nur hin und her mit seinem Bohrer und das war es eigentlich auch schon. Und da ist er down, down, down. Ja komm, Eggie, verpiss dich. Seht ihr, da fängt schon an. ja. Das war die Emerald Hill. Aber ich würde mal sagen... Na komm, die Chemical machen wir auch noch. Ja, die Chemical Plant machen wir noch und dann mache ich eine kleine Pause. Beziehungsweise dann war es das für diesen Part. Pause werde ich natürlich noch nicht machen. Komischweise, hier habe ich noch... Hier finde ich selten den Sternfossen. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch drei gibt oder mehrere. Aber einen finde ich hin und wieder mal. Zwar nicht immer, aber ey. Aber gelegentlich. So. High Speed. Eigentlich wollte ich oben lang. Na gut, dann gehe ich halt unten lang. Und dann wieder nach oben. Naja. Solange wir hier unbeschadet durchkommen. Ey. Ja, dich mag ich. So. Durch die Röhre. Ach, die Musik ist herrlich. Und da ist der Sternpfosten. Oh, das ist schön. Dann können wir ja doch mal in eine weitere Spezialzone rein. Grün, gelb, orange. Das ist mal eine nette Farbgebung. 50 Ringer. Na gut. Immer ja damit. Diese Spezialzone war, glaube ich, recht angenehm. Ja, es gibt Ringe über dem Kopf.
War sie wirklich angenehm? Ich meine, ja. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich da runterspringen. Oh, 14 Ringe. Na. Okay. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man mehr als genug Ringe dabei einsammelt. Wenn man 50 hat, hat man trotzdem deutlich mehr einsammelt, weil... Ja, dann wird es nicht mehr so knapp wie... Alter. Wie beim letzten Mal. In der letzten Special Stage. Aber auch hier 90 Ringe hat genau ausgereicht. Wobei ich noch ein paar Ringe mitnehme. Naja, 101. Wie viel brauche ich jetzt? 160. Oh ja. Mhm. Das ist natürlich bitter, wenn man sau viele Ringe auslässt. Ah. Ja. Ja. Mein Gott. Jetzt kommt nicht mehr über die Decke mit. An. Okay, jetzt kommt der Spaß. Ja, okay, wir haben wir ihn gekriegt. War doch nicht so schwer. Mein Gott, der gelbe Emerald ist unser. Mhm. Schön. So, zwei Emeralds fehlen noch. Ja, zwei. Ja, in Sonic 2 gibt's halt 7 Emeralds. Im ersten Teil waren es halt noch 6. Einer. Das wäre schön. Ja, im ersten Teil waren es noch 6, hier sind es halt schon 7. Genauso wie in den Nachfolgetiteln sind es dann 7. Warum im ersten Teil nur es nur 6 Emeralds gab, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Naja, da die Entwickler werden sich schon was gedacht haben. Denke ich mir einfach mal. Und ja, warum überhaupt Sonic 2? Ich hatte eigentlich ein anderes Projekt geplant gehabt, weil das sollte eigentlich etwas später kommen, also dieses Projekt hier. Aber... das andere Projekt, was ich aufgenommen hatte, zwar noch nicht fertig, aber ich hatte da schon gut was aufgenommen gehabt. Ich werde aber nicht verraten, was ich aufgenommen habe. Haha. ja. Es war viel im Kasten, doch irgendwie waren diese Aufnahmen weg. Warum auch immer. Ich weiß, dass ich aufgenommen hatte, ja, ich weiß das. Weil ich habe die Aufnahmen noch vorher gesehen. Doch jetzt irgendwie vor kurzem sind diese Aufnahmen weg. Ich weiß nicht warum, ich habe sie nie gelöscht, ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, so war ich hier sitze. ja, dumm gelaufen. Deswegen gibt es erstmal dieses hier, aber das Projekt, was eigentlich kommen sollte, wird es natürlich auch geben. Aber wie gesagt, ich werde nichts verraten. Ihr braucht auch nicht danach fragen, ich werde es sowieso nicht sagen. So, da ist ein Sternpfosten. Zu dem ich, glaube ich, auch hinkomme, wenn ich mich nicht irre. Weil genug Ringe bekomme ich ja jetzt hier. Mein Gott, mein Gott. Oder war das hier? Stopp! Das war... Mein Gott, ich will nach unten. Das war doch hier, oder? Ja. So, lieber Sternpfosten, öffne mir das Tor zur Spezialzone. So. Dann bekommen wir ja doch recht schnell die ganzen Chaos Emeralds und immer noch grün. Aber ein anderes Grün, aber trotzdem orange und gelb und... Naja. Wie viele Ringe waren das jetzt? Jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt. Ich glaube 80. Waren es 80 Ringe? Ich meine ja. Ach, jetzt kommt der Spaß. Ja, nun gut. Einmal rüber. Man kann auch... Man muss auf einer Seite zweimal bleiben. Ich weiß gerade nur nicht mehr ab wann. Die da mit ihren Bomben. Aber das sollten wir schaffen. Ja, 80 Ringe wären es gewesen. Wir haben aber mehr als genug. 87, wobei 7 Ringe mehr ist nicht unbedingt viel. 140. Ja, okay. Okay, Junge. Das machen wir... Ich glaube, ich muss rüber, ja, genau. Dann kann ich, glaube ich, hier bleiben, ja. Ja, das kennen wir ja noch aus der letzten Special Stage. So. Ja, manchmal muss man sich ein bisschen konzentrieren. Aber das ist kein Thema. So, 167, das ist gut. 210, ja, ja. Auch kein Ding, hoffe ich mal. Ah doch, das wird schon werden. Ja, jetzt kommen hier Bomben. Aber es geht, es ist noch im Rahmen des Erträglichen, also... Na, ja, es war... Not good. Ein Ring fehlt noch, und den haben wir. Ach, es kommen noch genug Ringe. Ja, gut. Dann, wozu mache ich mir Sorgen, 210 brauchten wir und jetzt guckt euch mal, wie viele Ringe wir jetzt schon haben. So, der vorletzte Emerald, es ist der grüne.
Und ja, das kannst du da sehen lassen. So, ein Emerald brauchen wir noch. Den werden wir auch so wahrscheinlich in dieser Zone bekommen, weil hier gibt es ja noch ein paar Sternpfosten. Wir kommen auf jeden Fall noch an einem vorbei, mindestens. Und dann werde ich auch noch eine Pause machen. Und ich hoffe, dass ich den letzten Emerald hinkriege, weil ich weiß, ich mag die letzte Special Stage nicht. Ich meine, klar, ein Spiel lebt davon, dass es nach und nach immer etwas schwieriger wird. Das kann ich auch nachvollziehen, aber bei mir ist es halt so, ich meine, ich habe das schon mal gesagt, dass wenn ich Level oder Level, Spezialzone, whatever, nicht mag, ich mich irgendwie immer total dämlich anstelle. Ich weiß nicht warum. Vielleicht so eine Art Phobie. So, den Ring, dieses 10 Ring, geht nehmen wir mit. Nach unten bitte. Oh, passiert sogar. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man das wirklich beeinflussen kann, weil ich habe gedacht, man kann es beeinflussen, indem man einfach in die Richtung drückt, in dem man hin möchte, aber in meinem Sonic 2 und Knuckles LP ist mir das nicht so gelungen. Da wollte ich nach unten und bin nach oben gekommen. So, letztes Special Stage. Mal sehen, ob wir sie kriegen. Ich weiß, ob wir beim ersten Mal 100 Ringe sammeln müssen. Was noch relativ einfach ist. Naja. Denn das ist wieder so aufgebaut wie in der Stage davor. Und in der anderen. Ne, kommt euch bekannt vor, oder? Ne, wohl doch ein bisschen was wie die andere. Oh Gott, so viele Ringe verpasst. Eieieiei. So, ich gehe rüber. Und bleib auch da. Dann wieder rüber. Und ich glaube, ich kann auch wieder hier bleiben, genau. Oh Gott. Da kommen noch ein paar Ringe. Gut, 100 Ringe haben wir. Mehr brauchen wir auch nicht. Cool, wir brauchen jetzt 150 und jetzt werden, glaube ich, die Ringe... War das schon hier? Nein? Ach nee, beim anderen war's. Na genau. Okay. 150, hier bleibe ich. Hier kann ich, glaube ich, auch nochmal bleiben. Ja. Gut, ich hätte aber trotzdem noch so viele Ringe wie möglich, allein für den letzten Akt, der jetzt kommt. Wir brauchen nämlich 190. Denn jetzt fliegen die Ringe einfach kreuz und quer durch die Gegend. Und nach dieser Welle kommen jede Menge Bomben. Das war immer so ein Punkt, den ich nicht mochte. Ja. Besonders, weil ich gerne mal diesen Bombenring übersehe. So wie diesen. Da! Ah, Alter. Ich will meine Ringe behalten. So, das war's. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Weil danach kommt nichts mehr. Mir ist jetzt egal, ob ich Ringe erwische oder nicht, aber... Fakt ist, wir haben es geschafft. Der letzte ist nämlich der graue und im Hintergrund blinkt es schön. Ja, leider bekommt man für Tails nichts, wenn man alle Chaos Emeralds hat, außer die Genugtuung. Ja, Tails has all the Chaos Emeralds und wir bekommen noch ein extra Leben. Mit Sonic hätten wir jetzt uns in Super Sonic verwandeln können. Was in diesem Spiel ein bisschen nervig ist, da sobald man 50 Ringe sammelt, man sich automatisch in Super Sonic verwandelt. Ganz egal, ob mit Blase oder ohne. Aber nun gut. Da war ja jetzt alle... Chaos Emeralds haben, können wir uns einfach nur noch um die Level hier kümmern. Und dieses lila Wasser ist übrigens kein Wasser, das ist Megamag. Ein Gift, um Sonic zu vernichten. Und es gibt auch im Comic noch Megatox. Es ist einfach nur ja ein ehemaliger Mensch, ein Professor, der halt mit Dr. Robotnik diese Chemikalie entwickelt hat. Und dann passiert ein Unfall. Dieser Professor kam mit dieser Chemikalie in Berührung. Also mit Megamag und wurde dadurch zu dem gefährlichen Megatox. Ja. Ach, die alten Sonic-Comics. Ich fand sie gut. Ich habe sogar noch ein paar Sammelbände. Zwar nicht mal alle. Ich habe nicht mal alle Comics. Ich hatte sie mal alle. Aber durch Umzüge und was weiß der Geier ist halt viel weggekommen. Und ich habe nur noch bruchstückchenweise was. Also finde ich relativ schade. Aber es gibt ja jetzt diese Neuauflagen von... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma heißt. Ja, Sonic the Hedgehog, das schnellste Comic-Heft der Welt und einmal das schnellste Comic-Magazin. Es gibt irgendwie zwei verschiedene Dinger. Nur irgendwie kann ich mich mit diesem Zeichenstil wenig anfreunden. Ich habe die erste Ausgabe hier, die zweite habe ich nicht. Ich hoffe, ich krieg's sie noch, obwohl es, glaube ich, schon längst die dritte gibt. Mal gucken. Ja, da lernen sie irgendwie kennen und es tauchen Sally und so weiter auf und na. Ist Geschmackssache. Aquatic Rune. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe diese Zone bis jetzt, glaube ich, nie
Ich wiederhole, ja, nie richtig ausgesprochen. Ist aber auch egal. Okay. Dann wollen wir uns doch mal da durchstürzen. Bam. Und ab geht er. Ab geht er, die alte Drecksel. Ja. Eine Wohltat, wenn man sich nicht mehr so um die Spezialzonen kümmern muss, dann kann man hier rucki zucki durch. So. Ja, diese Buttnecks sehen aus wie Grounder, auch aus der Serie bekannt. Und auch in dem Spiel Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, was ja, ja, den Touch aus der Serie hat. Sonic the Irre Eagle oder The Adventures of Sonic the Hedgehog, wie es ja in Amiland so heißt. So, und jetzt wird das eintreten, was ich ja mal gesagt habe, ab 10.000 Punkte gibt's ein Continue. Und dann bekommt nicht zwei Continues, wenn man über 20.000 schafft. Man kriegt immer nur eins. Das wäre ja was, das wäre ja echt mal was, wenn man... Ah, scheiße, falle ich jetzt ins Wasser natürlich. Oh, da war ein Ringepaket, das nehme ich mit. Ich hoffe, ich komme hier noch raus, weil... Wegen Unterwasser, ich mag das nicht. So, die Bumper geben uns mehr Geschwindigkeit. Aber ich werde... Stopp. Jetzt mal, ja, deswegen, mir eine Luftblase schnappen. Ich hoffe, ich kriege eine. Komm. ja. Anfangs hat mich ja diese Absaufmusik in den Wahnsinn getrieben. Also, oh, so dieser Druck. Ah, du musst schnell eine Luftblase sammeln, sonst ertrinkst du, was ja auch dann der Fall ist. Aber, oh, diese Musik. Na gut, heute juckt mich das gar nicht mehr. Naja, da wäre sie schon wieder gekommen. Diese Absaufmusik. So, hier brauche ich keine Blase, weil man hier, glaube ich, rauskommt. Das war doch hoffentlich hier. Nee, war nicht hier. Doch, war doch hier. So, und noch ein bisschen mehr Schwung. Und wir sind draußen. So, hier gibt es noch ein extra Leben. 10 Leben haben wir. Und dich mache ich platt. Und diese ganzen Buttnecks haben natürlich auch wirkliche Namen. Nur habe ich die jetzt nicht gerade im Kopf. So. Komm her, Robotnik. Eigentlich ist er recht einfach, wenn man sich einfach nur hier oben drauf stellt. Man kann natürlich auch, wenn man unten runterfällt, halt diese Pfeile benutzen, um hier hochzukommen oder generell um Eggman zu treffen. So ist eigentlich dieser Bosskampf auch gedacht gewesen. Aber nun gut, man macht es halt lieber so. Sehr einfach. Und ich wollte eigentlich nach Chemical Plants Schluss machen, oder? Ups. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, beende ich hier den Part. Die Tiere lasse ich im nächsten Part frei. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Leute, das war Sonic the Hedgehog 2 für heute. Ich sage tschüss, bis dann.